Willkommen zurück, meine Lieben, und weiter geht's mit dem wunderschönen Gequatsche mit Bosper, dem Bogenmacher. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte, ich hab mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Da hat er ja irgendwo recht, ne? Ja, gut, es müssen eh noch die anderen zustimmen, also gehen wir erstmal weiter. Denn jetzt gehen wir mal hier rüber und die Aufgabe ist auch schnell erledigt. Und zwar bei Matteo. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapper-Leder. Noch ungetragen. Interessiert? Was kosten die? Lederrüstung kaufen. Teuer, teuer, teuer. Die kriegen wir auch umsonst, werdet ihr schon noch sehen. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Gut, das ist uninteressant eigentlich und ja, gehen wir doch mal einfach weiter. Denn wir haben ja eine Mission zu erledigen. Das speichern wir nochmal ganz gepflegt und zwar auf der 2. So. Hallo, Regis. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe.
Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Kann ich gut verstehen. Okay. Weiter geht's, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir doch mal die Axt ab. Ne? Die Axt im Haus jetzt spart den Zimmermann und wir sind kein Zimmermann, also von daher. Was willst du? Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Glaub ich dir gern. So. Schade halt nur, dass wir es nicht machen, ne? Aber naja. Muss er ja nicht wissen. So. Hallo, Gritta. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Alles klar. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Also ich glaube, Bezahlung ist für sie auf gar keinen Fall. Ja, verkaufen wir ihre Sachen. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Es ist nicht dein Haus, aber okay. Das will ich aber noch lesen vorher, ja? So viel Höflichkeit muss auch mal sein. So, es hat EP gegeben. Mehr will ich gar nicht. Gut, machen wir einen Abflug, würde ich mal sagen. Und gehen... Ne, wir reden erstmal mit dem Tischler. Torben hieß er, glaube ich, ne? Ja. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Okay, dann fragen wir mal wegen Gritta. Ich komme wegen Gritta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Gritta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Kann man ihm das jetzt verraten, dass sie Gold hatte? Nein, okay. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. So. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Umtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. So, wie soll ich das machen, bitteschön? Hat er da irgendwas gesagt? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch... Bevor ich mir... Okay. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nicht nützen. Klingt plausibel, Kollege. Wie viel Dietrich haben wir eigentlich? Wir haben, glaube ich, gar keine. Wir können uns die auch gar nicht leisten. Also von daher, lassen wir das mal. Ja, das ist auch storyrelevant.
Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Klingt ja auch mal sehr plausibel, ne? So. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Was? Diese kleine Schlange? Das war mein Gold? Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lema bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Mist. Schwierige Entscheidung. Ich meine, man will ja auch seine Stimme von ihm haben, aber egal. Nein. Matteo wird sein Gold von mir zurückbekommen. Damit brockst du mir eine Menge Ärger ein. Lema ist nicht sehr nachsichtig, wenn es um Schulden geht. Aber immerhin willst du die Schulden meiner Nichte begleichen. Dafür muss ich dir wohl danken. Okay, ja, dann ist doch alles okay. Wunderbar. Aber warte mal, wir fragen nochmal, was passiert wegen Dings. Und er hat auch warte mal gesagt. Sehr spannend hier. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ja, sowieso. Total. Gib ihm. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Gut, das dürfte ja nicht so schwer sein. Dann würde ich mal sagen, geben wir mal das Gold ab. Ja, und dann gucken wir doch mal, ob wir schon mal einen Segen wenigstens bekommen könnten. Hallo Matteo. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Sehr schön. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Klingt super. So, aber den wollen wir eh nicht anfangen, also brauchen wir da gar nicht erst zu fragen. Und da würde ich mal sagen, wir haben jetzt vom Schmied die Anerkennung, wir haben von dem hinter uns die Anerkennung, vom Bossbar haben wir die Anerkennung. Da fehlt doch eigentlich nur noch dieser Tischler, ne? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Nee, Moment, da fehlt noch einer. Genau. Mit dem müssen wir auch noch labern, aber das ist gar kein Problem. Ach komm, mit dem reden wir als erstes. Das sind kurze Gespräche, weil er irgendwie menschenfeindlich ist. Das ist doch genial gerade. Das kann man jetzt mal nutzen. Und da ist er auch, glaube ich schon. Ja, genau. Hallo. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ja. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ja, ich meine, Tränke brauen wäre natürlich eine geile Sache, ne? Aber ich glaube, das lernen wir lieber bei jemand anderem. Das ist dann billiger. Weil ich weiß, dass er halt alle möglichen Kräuter haben will. So. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Das war doch schon mal einfach. Cool. Weil würde ich jetzt bei dem was in die Lehre gehen wollen, da muss ich ihm richtig viele Kräuter abgeben. Und da wir Tränke brauen wollen und sowas, ist das nicht die klügste Idee, behaupte ich jetzt einfach mal. Deswegen machen wir das lieber nicht. So, gibt es hier noch irgendjemanden? Bürgerin Valentino, hallo. Zu schlichten. Na, was bist du denn für einer? Hast du keine Manieren? Ist ja ekelhaft. Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest?
Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner. Was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon, mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ward das Meer erschaffen. So, na, wir können jetzt nicht mitten hier verprügeln, das wäre ja nichts. Und es entstanden alle Wesen. Hast du mir noch was zu sagen? Mach dich beliebt, verspreche niemandem etwas, nimm dir, was du kriegen kannst und pass auf, dass du dich nicht mit der Miliz anlegst. Oder natürlich mit eifersüchtigen Ehemännern, die sind die Schlimmsten, sag ich dir. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Ich bin Valentino, der Schöne, so Lebenskünstler und Schürzenjäger. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold. Und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner. Der Mann klingt ja vernünftig, ne? So, das lassen wir mal lieber bleiben. Schürzenjäger ist übrigens, ne, was man sich schon denken kann, zum Beispiel diese Frau, die trägt da unten eine Schürze und naja, ne? Mehr muss man, glaube ich, nicht erklären. Hallo, Vatras! Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Was kannst du für uns tun? Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Cavalon, dem Jäger. Cavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Cavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. So. Ja, fragen wir mal wegen der Steintafel. Ich habe hier eine Steintafel. Kannst du mir mehr darüber sagen? Das sind Artefakte der alten Kultur, die wir seit einiger Zeit untersuchen. Es gibt verschiedene Arten davon. Einige enthalten Informationen über die Geschichte des alten Volkes. Und genau an diesen bin ich interessiert. Bring mir davon alle, die du finden kannst. Ich werde dich angemessen entlohnen. So, die werden mir aber jetzt noch nicht geben. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Fragen wir jetzt mal darüber nach. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Cavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So, also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Wenn es sein muss. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Oh je. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Eigentlich dürfen wir es ja nicht sagen, aber wir machen es mal trotzdem. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Die Geschichte wird auch nicht besser, aber okay. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen.
Sehr geil. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ja gut, wir können halt Sachen aus dem ersten Teil sagen, ne? Komm. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Mist. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann sollte dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst deine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Alles klar, meine Freunde, das werden wir auch machen. Und zwar vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.